Die neue Zweitligasaison 22/23 steht in den Startlöchern. In wenigen Tagen ist es soweit, endlich wieder Vereinsfußball. Ich bin absolut heiß drauf und deswegen passend dazu gibt es heute meine Prognose. Was denke ich? Wo werden die Teams am Ende stehen? Wer wird aufsteigen? Wer absteigen? Ihr habt es euch gewünscht und jetzt sind wir wieder hier. In der letzten Saison habe ich das Ganze ja auch schon gemacht. Zur besten zweiten Liga aller Zeiten. Die wird es so wahrscheinlich in der Konstellation nicht mehr geben. Wir waren dabei. Wir haben ein bisschen Geschichte schreiben können mit ein paar Ergebnissen. Schalke weg, Bremen weg. Aber auch jetzt in der neuen Zweitligasaison, muss ich sagen, sind einige interessante Mannschaften wieder dabei. Dresden, muss man ja auch sagen, in der letzten Saison auch natürlich ein sehr, sehr interessanter Gegner gewesen. Aber mit Magdeburg, Kaiserslautern, Braunschweig kommen auf jeden Fall Vereine auch wieder dazu, die sich in der zweiten Liga etablieren wollen. Genauso wie aus der ersten, Greuther Fürth und auch Arminia Bielefeld. Also alles irgendwie ein bisschen dichter beisammen. Es kann für jeden Verein nach oben gehen, es kann aber auch für die meisten Vereine nach unten gehen. Wir schauen einfach mal drauf, für was ich mich am Ende entschieden habe. Und ja, wenn es euch gefällt, ne, würde ich mich über jeden Daumen nach oben freuen. Was aber umso wichtiger ist, ist eure Meinung zur neuen Zweitligasaison. Was denkt ihr? Wo wird welcher Verein stehen? Da könnt ihr gerne mal einen Kommentar reinschreiben. Ja, eure Tabelle oder auch Meinungen, wer es schaffen wird, jetzt endlich wieder in Liga 1 zu kommen oder auch den Gang in die dritte Liga antreten muss. Wir räumen das Feld von hinten auf, starten mit dem undankbarsten Platz Nummer 18 und das ist für mich der SSV Jahn Regensburg. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie haben viele, ja, oder ich weiß schon, was ich sagen soll. Sie haben viele Leistungsträger abgegeben. Sink, Beste, Wehkessel zu Nürnberg und auch Max Pisuschkow, die einen wirklich enormen Anteil daran hatten. Ja, diese Regensburger Mannschaft zusammenzuhalten. In der ersten Saisonhälfte dachte man noch, wow, ist das vielleicht ein potenzieller Aufstiegskandidat, den man gar nicht so auf dem Zettel hatte, denn sie standen auf Platz 2 unter anderem. Aber dann in der Rückrunde ging gar nichts mehr. Nur noch Niederlagen, kaum Siege, ich glaube nur 2 Stück in der gesamten Rückrunde. Da hat sich schon ein richtiger Negativtrend bemerkbar gemacht und irgendjemand muss halt auf dem 18. Platz landen. Deswegen ist es hier bei mir Regensburg. Auch wenn ich gute Erinnerungen an Regensburg habe, DFB-Pokalspiel, Elfmeterschießen dort gewonnen, eine sehr, sehr schöne Stadt, gehe ich halt schon davon aus, dass sie sich wirklich zusammenraffen müssen und alles geben im Kampf um den Klassenerhalt. Der 17. Platz geht bei mir an Eintracht Braunschweig, an den Aufsteiger, die natürlich mit weniger Mitteln es versuchen wollen, ja, nicht direkt wieder durchgereicht zu werden. Was heißt durchgereicht? Abzusteigen. Denn man kann ja schon wirklich sagen, Braunschweig ist die Fahrstuhlmannschaft schlechthin, was jetzt zweite Liga und dritte Liga angeht. Sie steigen immer wieder auf, eigentlich direkt nach dem Abstieg, aber schaffen es dann irgendwie nicht, die Klasse zu halten. Und ich glaube auch, in dieser Saison wird es extrem schwer werden. Gegen Essen jetzt im letzten Testspiel 2-2 gespielt. Mit Peray von Dortmund 2 ein absolutes Talent geholt. Ron Torben Hoffmann kam von Sunderland, der Rostocker Jung. Und dann auch noch Fabio Kaufmann vom KSC. Sind trotzdem Spieler, die halt nicht viel Zweitliga-Erfahrung mitbringen, sage ich mal. Du brauchst auch erfahrene Leader, die im Klassenerhalt dann, ja, die nötige Erfahrung halt mitbringen. Und das sehe ich irgendwie noch nicht so ganz bei Eintracht Braunschweig. Kann mich natürlich täuschen. Und vielleicht schaffen sie es ja irgendwie. Ich würde es ihnen auch gönnen, das ist ein absoluter Traditionsclub. Weiter geht's mit dem Relegationsplatz. Und vielleicht jetzt für viele überraschend, warum ich den Verein hier, ja, auf Platz 16 sehe. Es ist nämlich der KSC. Warum, wieso, weshalb, Max, steht bei dir der Karlsruher SC auf Platz 16? Nun ja, was soll ich sagen? Philipp Hofmann, den besten Torschützen, abgegeben an den VfL Bochum. Und die letzten Testspiele lassen wirklich zu wünschen übrig. Ich kann es dir einfach einmal euch vorlesen. 3-2 gegen Saarbrücken verloren, 2-1 gegen Werder verloren. Gut, das ist noch nicht ganz so schlimm. Aber Werder war halt auch noch nicht wirklich eingespielt. Die sind ja jetzt erst im Trainingslager, noch gar keine richtige Vorbereitung. Gegen Budapest 4-1 verloren, gegen 1860 München 4-0 verloren. Das heißt schon 4 Niederlagen in Folge und davor auch 2-2 gegen Wien Wiesbaden gespielt. Das ist alles andere als,
gut, sage ich mal. Auch die letzten Spiele der zweiten Liga, ich glaube, ich zähle mal hier ganz kurz durch. Die letzten sieben Spiele in der zweiten Liga nicht ein Sieg dabei gewesen. Auch der Kader muss sich erst zusammenfinden. Sie haben zwar gar nicht so schlechte Verpflichtungen gemacht, aber halt dann doch irgendwie die entscheidenden Spiele abgegeben. Nebel kam jetzt von Mainz ausgeliehen, ist ein absolutes Talent, aber auch der natürlich jung, braucht Erfahrung in der zweiten Liga. Da braucht man auch Einsatzbereitschaft, Leidenschaft, Kampf, vor allem Zweikampfstärke. Und auch Arase, finde ich, eine gute Verpflichtung. Muss man abwarten. Ich sehe aber wirklich irgendwie Karlsruhe da unten drin. Das könnte eine schwierige Saison werden, auch wenn ich sie eigentlich in der zweiten Liga behalten möchte. Aber warten wir einfach mal ab. Testspiele haben natürlich nicht so viel Aussagekraft. Was zählt, ist die Liga. Und das werden wir dann natürlich dementsprechend sehen. Ich glaube, auch der Saarbrücken-Trainer hat gesagt, wir haben deutlich mehr Qualität im Kader als Karlsruhe. Und das soll schon was heißen. Kann auch jeder sagen, was er will. Aber ja, ist natürlich eine Ansage von Saarbrücken. So, auf Platz 15 steht bei mir der SV Sandhausen. Die schaffen es irgendwie immer wieder, die Klasse zu halten. Und ich glaube, auch hier in dieser Saison sehe ich sie nicht wirklich als Abstiegskandidat. Platz 15 werden sie mit zufrieden sein. Wie lange sind sie jetzt schon in der zweiten Liga? Die haben sich wirklich etabliert mit wenig Mitteln, nicht so vielen Zuschauern, aber trotzdem immer mal wieder alte Talente verpflichtet. Diekmeyer, was weiß ich jetzt in der Saison, Kin Zombie, der beim HSV ein bisschen enttäuschend war, unter seinen Erwartungen gespielt hat, aber auch ein Pulkrab von Prag geholt. Deswegen, ja, die machen es eigentlich auch immer ganz gut mit den Verpflichtungen und deshalb sehe ich sie auf Platz 15. Weiter geht's mit dem ersten FC Magdeburg. Die landen bei mir auf Platz 14, werden sich wirklich, ja, kampfbereit zeigen und auch relativ wenig mit dem Abstieg zu tun haben. Ich glaube, das ist auch das einzige Ziel für die Magdeburger, nicht direkt wieder abzusteigen, ja. Man will die Klasse halten und ich glaube, auch in dieser Saison ist das machbar. Viele sehen sie vielleicht sogar noch höher an. Ich denke, man kann mit Platz 14 voll und ganz zufrieden sein. Sie haben starke Verpflichtungen gemacht mit Elhan Kouri oder auch Lawrence ausgeliehen von Bayern 2. Das ist wirklich ein richtig stabiler Innenverteidiger. Ganz gute Ersatzspieler gefunden. Nicht wirklich die richtige Spitze, aber auch ein Artig, der momentan, glaube ich, noch verletzt ist. Wenn er dann wieder fit ist, haben sie halt dieses Teamgefüge. Und vor allem auch diese Motivation/Euphorie, jetzt in der zweiten Liga alles zu geben. Jeder sich da reinhängt bis zum geht nicht mehr. Genauso wie es bei uns in der letzten Saison war beim FC Hansa. Die Fans im Nacken als Unterstützer, die richtig Bock haben auf diese Partien und auch dem einen oder anderen großen Verein ein Bein stellen können. Und deswegen gehe ich davon aus, dass sie mit Platz 14, denke ich, auch voll und ganz zufrieden sind. Auf Platz 13 steht bei mir Greuther Fürth, ein Erstliga-Absteiger, die sich jetzt erstmal wieder neu finden müssen. Nach dem Umbruch ist es ja meistens immer sehr, sehr schwer, wieder in der unteren Liga Fuß zu fassen. Für die, ja, meisten Vereine, nicht für alle, aber bei Greuther Fürth denke ich, dass es da nicht so einfach sein wird. Leveling abgegeben, Havard Nielsen an direkten Konkurrenten Hannover 96. Glaube ich einfach, dass sie trotzdem, ja, im gestandenen Mittelfeld sind. Platz 13 ist vollkommen in Ordnung. Ein Platz über Greuther Fürth wird ein Aufsteiger sein, und zwar der Relegationsgewinner, 1. FC Kaiserslautern. Nimmt sich hier den sicheren und coolen 12. Platz mit. Erik Durm geholt, mit viel Erfahrung vom, ja, von Eintracht Frankfurt und dann natürlich auch Lute geschnappt, Stammkeeper bei Union Berlin gewesen, ist natürlich auch dementsprechend schon ein bisschen älter, aber auch im Test haben sie überzeugen können. Das letzte Spiel haben sie 4 zu 1 gegen Kas Eupen gewonnen aus der ersten belgischen Liga. Und auch generell glaube ich, auf dem Betze, da ist wieder genauso das Ding mit Magdeburg, die Euphorie da. Die Leute haben Bock, endlich wieder ist der erste FCK. Ja, mindestens zweitklassig und das ist für so einen Verein natürlich auch das Mindestziel, wenn nicht sogar noch höher. Ich denke, sie werden relativ wenig mit dem Abstieg zu tun haben und holen sich hier den sicheren 12. Platz. Auf dem 11. Platz ist bei mir der FC Heidenheim, ja, der wahre FCH, das sind ja wir, aber der falsche FCH, der ist hier auf Platz 11, muss ich sagen, haben mit Schmidt wirklich einen der coolsten Trainer, für mich auch einer der sympathischsten. Und der,
schweißt die Jungs da sowieso immer zusammen. Deswegen mit dem Abstieg wird Heidenheim nichts zu tun haben. Aber auch mit dem Aufstieg, glaube ich, ja, eher weniger. Deswegen gesichertes Mittelfeld, Platz 11. Leipertz haben sie ja auch, oder ist ja auch gegangen von Heidenheim. Hüsing mit dem besten Innenverteidiger, der ist jetzt zu Bielefeld. Deswegen fehlen da natürlich ein paar Leute, aber ich glaube trotzdem, dass Heidenheim irgendwie eine stabile Runde spielen wird. Aber am ersten Spieltag natürlich mit 0 Punkten wieder zurück nach Hause fährt. Viele haben sich jetzt auch bestimmt gefragt, Max, setzt du unseren FC Hansa auf Platz 1? Nein, wir müssen auch ein bisschen Realismus hier reinbringen. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass wir in der kommenden Saison den sicheren und vor allem guten 10. Platz belegen werden. Auch in der letzten Saison, in der Aufstiegssaison, haben wir ja schon wirklich erfolgreich spielen können. Den großen Verein auch ein Bein gestellt, wie St. Pauli oder auch Schalke. Ich muss es ja nicht immer wiederholen, aber auch deutlich, ja, unsere direkten Konkurrenten geschlagen. 4:1 Dynamo Dresden und was auch immer. Jetzt kommt das schwierige zweite Jahr, aber ich glaube, dass es gar nicht so schwierig sein wird, denn Hertel und Piekenhagen haben vor allem in der Breite, in der Kaderqualität nochmal richtig aufgerüstet. Für die, die sich jetzt hier nicht mit Hansa auskennen oder sonst was, wir haben ein wirkliches Problem, was die erste Elf betrifft, denn wir haben so viel Qualität. Wir wissen gar nicht, ja, wer jetzt in der ersten Elf spielen soll, weil wir auch vor allem jetzt auf der Auswechselbank Spieler haben, die 90 Minuten durchspielen können. Das muss man wirklich sagen. Wir können jetzt jeden Spieler eigentlich gefühlt reinbringen. Sei es ein Fröhling, ein Dujovic, Nationalspieler Bosniens mit Edin Dzeko, sogar ein Tor geschossen und auch da eine Torvorlage gegeben. Ingelsson, U21-Nationalspieler, die wirklich Bock machen. Till, Champions League, letzte Saison Treffer gemacht, das 2:1 gegen Real Madrid, gegen Inter Mailand einen direkten Freistoß verwandelt. Und natürlich auch Dressel, jung, ambitioniert, von 1860 den besten Mann verpflichtet. Das sind so viele Spieler in den Reihen, dass ich wirklich sagen muss, die Leute, die gegangen sind, ne, das ist sehr schmerzhaft gewesen, aber ich glaube, wir haben da wirklich nochmal, ja, einfach an Qualität gewonnen. Und das wird wirklich eine Pröger, vor allem auch von Paderborn, auch mit der Königstransfer. Das wird wirklich eine Herausforderung jetzt für Hertel, da die beste Elf aufzustellen, weil halt auch so viele jetzt dann auf der Bank Platz nehmen müssen. Aber das Teamgefüge stimmt, die Jungs haben Bock, Ananu noch dazu, Strauß von Aue, Moritz Schröter und dann natürlich auch unseren gestandenen Johnny, John Verhoek, Lebensversicherung. 17 Tore alleine in der letzten Saison. Ich glaube, das wird sich jetzt auch ein bisschen aufteilen. Also wir werden jetzt mal wieder mehr verschiedene Torschützen sehen. Wir haben halt wirklich einen richtig stabilen Knipser. Viele Flügelspieler, viel im Mittelfeld, Kombination, ja, oder Variation, Kombination, okay, Max, Simon Rein. In der Innenverteidigung, da müssten wir vielleicht noch einen weiteren holen, aber auch Malone, der sich wirklich gemacht hat, wie Rossi, Rosbach, Nico Neidhardt, absolut gestandener Außenverteidiger, werden jetzt wahrscheinlich auch eher die Dreierkette ja, bevorzugen oder / Fünferkette. Und da, wenn wir wirklich mit dieser Formation spielen, sehe ich da eigentlich positiv in die neue Saison. Wir haben kein einziges Testspiel verloren. Zuletzt jetzt 3:1 gegen den Euro Conference League Anwärter Brøndby IF Kopenhagen gewonnen, 3:1, und ja, mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Ich bin sehr zuversichtlich und könnte mir wirklich vorstellen, dass es sogar noch nach, ja, noch weiter nach oben geht, aber trotzdem ist das Saisonziel Nummer 1, der Klassenerhalt, ganz klar. Einfach so schnell wie möglich die 40 Punkte holen, vielleicht noch eine bessere Saison spielen, als wir sie schon im letzten Jahr hatten, und ja, dann bin ich einfach wirklich sehr, sehr gespannt drauf, wie wir uns da schlagen werden am ersten Spieltag gegen Heidenheim. Natürlich, Dauerkarte und so weiter ist da. Jetzt habe ich schon viel zu viel wieder über unseren FC Hansa geredet. Wir gehen weiter, Jungs. Gehen wir weiter in die obere Tabellenhälfte, und da steht auf Platz 9 bei mir der SC Paderborn. Die könnten auch noch durchaus höher am Ende stehen. Für mich ein kleiner Geheimfavorit, vielleicht sogar auf den Aufstieg. Ich habe sie trotzdem auf Platz 9 gesetzt, haben starke Transfers getätigt. Grzykiewicz,
von ja, Gornik Zabsre, der hat mit Poldi zusammengespielt, oder auch Obermeier von Magdeburg. Dann haben wir hier Sirlot Conte. Auch die letzten Testspiele sind wirklich sehr erfolgreich ausgegangen. 2-0 gegen Osnabrück gewonnen, 2-0 gegen Bochum gewonnen, 5-2 gegen Ajax Amsterdam, da haben aber auch nicht alle gespielt bei Ajax. Dann 3-1 gegen Halle. Ich glaube schon, dass man mit Paderborn rechnen kann, muss. Deswegen, ja, ein stabiler 8. Platz, aber würde mich nicht wundern, wenn sie auch vielleicht sogar noch höher am Ende dann der Tabelle stehen werden. Auf dem 8. Platz haben wir Holstein Kiel. Für die lief es ja in der Hinrunde der zweiten Liga zuallererst gar nicht so gut. Immer mal wieder dem 16. Platz zu kämpfen gehabt, aber haben sich dann auch in der Rückrunde sehr, sehr gefangen. Genauso eigentlich wie unser FC Hansa mit der Siegesserie. Ich erinnere nur nochmal, 4 Siege am Stück und alles fing an mit dem 4-3 aus Schalke. Und so auch bei Holstein Kiel. Sie haben gute finanzielle Mittel, sich zum Beispiel auch Timo Becker geholt. Ne? Den haben wir ein bisschen hinterher getrauert, haben das Ganze aber dann gut kompensieren können, dass das Ganze nicht mehr so schmerzhaft ist. Aber wirklich für Holstein Kiel ein starker Neuzugang. Jan-Fiete Arp haben sie jetzt festgeholt. Oder auch Marvin Schulz, Phil Neumann mussten sie ja abgeben an Hannover 96. Das schmerzt vielleicht ein bisschen für die Kieler, aber ich glaube auch jetzt kann man wieder ein bisschen nach oben schauen. Die letzten Testspiele sind auch sehr gut ausgegangen. 3-2 gegen Silkeborg, den Erstligaverein aus Dänemark, gewonnen. 1-0 gegen den Wolfsberger SC, wo unser FC Hansa 3-1 gewonnen hat. Ja, wollen wir nur sagen. Aber auch 2-0 gegen Pauli gewonnen. Deswegen, das ist schon eine gute Truppe. Ich glaube, die sind gut eingestellt und werden auch, ja, denke ich, hier dann am Ende auf den verdienten 8. Platz kommen. Der 7. Platz geht für mich an die braune Wundertüte St. Pauli. Ja, auch wenn wir natürlich die absoluten Rivalen sind, denke ich trotzdem, dass sie sowohl nach oben gucken können, aber auch komplett nach unten schauen müssen. Denn man weiß wirklich nicht, wie sich dieses Team jetzt zusammensetzt. Sie haben richtig viele Leistungsträger abgeben müssen. Kire, ein Lawrence oder auch ein Ditgen, der in die dritte Liga wechselt. Dann haben wir hier noch Burgstaller. Aber sie haben auch gute Transfers getätigt mit einem McKelvey, Nationalspieler Australiens, Eggestein, wo man halt nicht weiß, ob der jetzt einschlägt oder nicht. Und auch den Nemeth von Mainz 05. Das ist halt wirklich auf dem Papier her nicht verkehrt. Nur trotzdem, klar, braucht es wahrscheinlich erstmal ein bisschen Anlaufzeit. Kann halt wirklich sein, dass die ersten Spieltage sogar eher in der unteren Tabellenhälfte zu finden sind. Lassen wir uns überraschen. Dennoch, denke ich, fangen sie sich dann. Darmstadt 98. Die Hessen werden auch hier wieder ein bisschen am Aufstieg schnuppern. Es am Ende dann vielleicht nicht ganz schaffen. Trotzdem haben sie den größten Teil der Mannschaft zusammenhalten können. Mit Lieberknecht, einem guten Trainer, auch die ein oder andere gute Verpflichtung. Magnus Warming ausgeliehen vom FC Turin aus der Serie A. Tietz und so weiter sind geblieben. Ich denke, ja, da wird die Chemie stimmen. Und deswegen wird sich Darmstadt 98, ja, hier denke ich auch dann ganz gut wohlfühlen. Auf dem 5. Platz haben wir hier Hannover 96, die ja wirklich komplett aufgerüstet haben. Vielleicht ist Platz 5 ein bisschen zu hoch gegriffen. Ich glaube trotzdem, allein auf dem Papier mit ihren Verpflichtungen, Besuschkow, Neumann, Nielsen, dann auch noch Schaub vom 1. FC Köln, so viele neue Spieler geholt, das kann schon wirklich was werden. Auch hier muss man erstmal abwarten, gucken, ne, wie sie sich zusammenfinden, wie sie zusammen spielen. Aber generell, glaube ich, räumen sie dann auch vor allem in der Rückrunde auf, wenn sich dann wirklich jeder kennt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es da für Hannover irgendwelche Probleme in der Liga gibt. Dass das jetzt nochmal so wird wie vor einem Jahr in der Liga, also dass es da irgendwelche Probleme gibt. Die guten alten Bielefelder kommen jetzt. Da bin ich auch mal sehr, sehr gespannt drauf, wie die sich in der kommenden Saison aufstellen und vor allem auch sich machen werden nach dem Abstieg. Ich denke, es kann wirklich auch wieder nach oben gehen. Müssen wir abwarten. Sie haben ein starkes Team, klar, auch mit Fabian Kunze, der ja jetzt zu Hannover gegangen ist. Müssen wir hier auch nochmal als Top-Transfer für Hannover
Einmal hier reinschreiben, habe ich vergessen zu erwähnen. Ne, sind da aber trotzdem wirklich sehr, sehr gute Spieler hingegangen. Ein Olli Hüsing. Sie haben immer noch eine richtig gute Mannschaft und halt auf den nötigen Positionen Verstärkung gefunden. Unter anderem 4:0 gegen PSV Eindhoven gewonnen. 3:1 gegen Olympiakos Piräus. Also das sind ja auch schon wieder Ergebnisse. Gut, Freundschaftsspiel halt, ne? Freundschaftsspiel. Aber ja, lassen wir uns überraschen. Auf dem dritten und ersten Aufstiegsplatz, Relegationsplatz ist bei mir Fortuna Düsseldorf. Ja, da muss man wirklich sagen, für viele auch der Aufstiegskandidat Nummer 1. Bei mir, ja, eigentlich auch. Aber auf dem Relegationsplatz halt. Unter Thion eigentlich ungeschlagen gewesen in der Rückrunde, bis auf den letzten Spieltag, da haben sie 2:0 gegen Pauli verloren. Aber sonst ist auch hier die Mannschaft komplett gleich geblieben. Ginchek. Dann haben sie sich Tanaka geholt, Nationalspieler Japans, also fest verpflichtet. Der war ja auch schon die Saison davor bei Düsseldorf. Trotzdem wirklich extrem guten Kader. Ob Nara jetzt gehen wird oder nicht, sei mal dahingestellt. Gut, das könnte nochmal ein herber Verlust sein. Glaube ich einfach, dass auch hier, das ist halt immer irgendwie das A und O, finde ich. Wenn und ja, irgendwie das Erfolgsgeheimnis, wenn eine Mannschaft zusammenbleibt, größtenteils, da es da jetzt nicht viele neue Wechsel gibt, neue Gesichter, dass man da dann auch schon sagen kann, ja, es könnte reichen für den Aufstieg. Man muss aber sagen, die letzten Testspiele waren gar nicht so extrem gut. 5:1 haben sie auf den Sack bekommen gegen Twente zuletzt. 1:0 nur gegen TuS Koblenz gewonnen. Da haben wir 9:1 damals gewonnen. Höchster Sieg, glaube ich, noch in der zweiten Liga. Müsste es immer noch sein, ja. Traumhaft. Olympiakos Piräus verloren 2:1, da wo Arminia Bielefeld gewonnen hat. Also es ist natürlich immer alles spekulativ und was weiß ich. Und dann bleiben auch nur noch zwei Teams über für den direkten Aufstieg. Auf Platz 2 ist bei mir der Club, der 1. FC Nürnberg. Richtig, richtig, richtig gute Transfers wurden hier getätigt. Da ferner Dua, boah, wie viele Scorerpunkte der dort geschossen hat. Schweizer Liga, muss man abwarten, ob das dann auch in der zweiten Bundesliga so gut funktioniert. Wiekesser, einen der stärksten Außenverteidiger von Regensburg geschnappt. Das ist schon recht ordentlich. 5:3 gegen Arsenal verloren. Aber da hat auch ein Gabriel Jesus 50 Millionen Mann unter anderem gespielt. Ich glaube schon, dass Nürnberg, ja, es wird mal Zeit, dass sie auch wieder in die erste Liga kommen und es auch einfach mal ein Verein ist vielleicht, wo man es sich nicht direkt vielleicht hätte vorstellen können. Kleine Überraschung, was auch immer. Ich sehe Nürnberg da irgendwie auf dem zweiten Platz. Und jetzt muss man ja sagen, auf Platz 1 keine große Überraschung. Steht bei jedem wahrscheinlich ganz oben auf dem Zettel oder bei den meisten. Das ist der HSV. Die haben es natürlich jetzt wirklich, die haben wieder Druck. Die haben wieder Druck und müssen es eigentlich schaffen. Wenn nicht jetzt, wann dann, dann kann man denen auch nicht mehr helfen. Haben aber auch im Test schon bewiesen, dass es erfolgreich werden kann. 5:1 gegen Basel gewonnen, einfach abgeschossen. 4:3 gegen Aris aus Griechenland, 2:2 gegen Split. Königsdörfer geholt von Dynamo Dresden, das absolute Talent. Laszlo Benes von Gladbach aus der ersten Liga und dann natürlich auch noch der Kittel, der ist jetzt nicht neu verpflichtet worden, aber der bleibt bei Hamburg. Der ist ja auch irgendwie im Zwiespalt bei den Fans zu hohen. Könnte da auch ein richtiger Leistungsträger werden. Muss man abwarten. Das ist meine Prognose für die kommende Zweitligasaison. Wie seht ihr das Ganze? Teilt ihr die Meinung? Sagt ihr, Max, du hast keine Ahnung, das wird nach hinten losgehen. Ja, ich bin gespannt, wie viele Plätze wir am Ende dann ja richtig haben, wie wir richtig liegen. Da kann man dann vielleicht auch nochmal so einen kleinen Vergleich ziehen, so einen Zwischenvergleich. Finde ich eigentlich auch immer ganz interessant. Aber jetzt bleibt mir eigentlich nichts anderes, als zu sagen, auf eine geile, erfolgreiche Saison. Ich wünsche euch allen viel Erfolg euren Mannschaften, ne? Unseren FC Hansa natürlich ganz, ganz besonders. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Danke an jeden Kommentar, Daumen für jeden Support und macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal.